Ja, hallo, ich grüße dich. Heute möchte ich mal auf das Guaifenesin eingehen, also auf die verschiedenen Präparate. Die Überschrift lautet ja, welches Guaifenesin ist das Richtige? Und ich möchte einmal über das MC-Guai sprechen, über das kurzzeitig, also über das MC-Guai, dann über das kurzzeitig wirkende Guaifenesin und über das Mucinex. Ja, wenn man die Therapie beginnt, fängt man an mit dem MC-Guai. MC steht für Zellulose, das heißt also mit Zellulose. Wir haben damals überlegt, wie können wir das unterscheiden, wie können wir das anders nennen, damit man das auch erkennt. Und da sind wir irgendwie auf diese Idee gekommen, MC für mit Zellulose. Und das ist eine bestimmte Zellulose. Es ist diese Zellulose, die da drin ist, das ist Bonucell. Das hat die Eigenschaft, den Wirkstoff verzögert freizugeben. Also in der Kombination mit dem Guaifenesin wird das Guaifenesin durch dieses Bonucell verzögert freigegeben. Kommt also zu einer verzögerten Freisetzung und dadurch braucht man dieses MC-Guai nur zweimal täglich nehmen. Und das ist auch genau das Richtige, wenn man mit der Therapie beginnen möchte. Wer noch nie vorher Guaifenesin genommen hat, fängt am besten damit an, und orientiert sich an den Vorgaben von Dr. St. Amant. Da werden ja 2x 300 MC-Guai, also gut, im Buch von Amant steht nicht MC, weil ja, da werden die amerikanischen Produkte vorgestellt und die sind hier nicht alle für uns greifbar. Also deshalb steht nicht im Buch MC, aber er bezieht sich aufs Langzeit-Guaifenesin und empfiehlt den Start mit 2x 300 MC für eine Woche und wie das dann weitergeht, lässt sich ja überall nachlesen, im Buch hauptsächlich natürlich. Ich möchte heute mehr über das Guaifenesin in diesem Video sprechen. Ja, und es ist eben wichtig, dass die Zellulose, die dafür diese verzögerte Freisetzung sorgt, dass das das Bonucell ist. Denn da wurden verschiedene Tests gemacht und es hat sich gezeigt, dass das ja, den besten Effekt hat für diese verzögerte Freisetzung. Und ich habe mal so ganz grob überflogen jetzt die Apotheken, die in Deutschland Guaifenesin anbieten. Nicht bei allen war das so ersichtlich, aber bei den meisten also war es ersichtlich, dass das Bonucell verwendet wird bei der Angabe MC-Guai. Also wenn MC-Guai draufsteht, könnt ihr eigentlich davon ausgehen, dass das richtig ist. Manchmal steht auch MHPC, das sollte eigentlich auch das Bonucell sein. MHPC steht für Methylhydroxypropylcellulose. Sollte eigentlich das Richtige sein. Und wenn ihr euch nicht sicher seid, ob ihr das Richtige habt, ob ihr das MC-Guai habt, dann ruft einfach mal eben in der Apotheke an, in der ihr bestellt habt und fragt nach, ob es das Bonucell ist. Ja, und St. Amant macht es so, dass er bis 1800, also bis zu einer Gesamtdosis von 1800, bei jemandem, der startet mit der Therapie, geht er bis 1800 mit dem MC-Guai und dann ergänzt er mit dem kurzzeitig wirkenden Guai. Da komme ich gleich auch drauf zu sprechen. Und er macht es nur bei denen nicht, die eine hohe Schmerzempfindlichkeit haben. Da steigert er dann weiter mit dem MC-Guai. Also mit unserem, wir steigern dann hier mit dem MC und er mit dem, was er da hat als Langzeitpräparat. Ja, wie gesagt, außer bei Schmerz, bei Menschen, die sehr stark reagieren mit Schmerzen, da steigert er dann mit Langzeit. Aber in der Regel wird dann eben ab 1800 Kurzzeit dazugegeben. So, Kurzzeit-Guaifenesin, was hat das damit auf sich? Vielleicht wissen das noch nicht alle. Als die Therapie in Deutschland begann, da gab es nur dieses kurzzeitig wirkende und da wusste man auch noch nicht mal, dass man hier ein anderes Guaifenesin hat als das, was Amant in seinen Büchern erwähnt. Das bedeutet eigentlich, in der Tablette ist oder in der Kapsel ist in Anführungsstrichen nur der Wirkstoff Guaifenesin und der wirkt einfach eben dann auch sofort. Guaifenesin hat eine Halbwertzeit von einer Stunde und wenn ich jetzt eine 300 Milligramm Kapsel nehme, dann wirkt in der ersten Stunde die Hälfte, der halbe Wert. 150 Milligramm in der ersten Stunde. Dann von diesen verbliebenen 150 Gramm wieder, Milligramm wieder die Hälfte und so weiter. Und so kommt man mit dem kurzzeitig wirkenden Guai auf 4 bis 6 Stunden Wirkzeit und deshalb heißt es eben auch kurzzeitig wirksam. Und da ist nun
Es ist also ein Guaifenesin ohne verzögerte Freisetzung und da wirkt nun verhältnismäßig viel in der ersten Stunde und das spüren manche eben, aber manche sind so unempfindlich, dass sie das eben auch brauchen. Und in der Kapsel von dem kurzzeitig wirkenden Guaifenesin, da ist meist auch noch ein Füllstoff drin. Also die Apotheken brauchen ja irgendwas, um das aufzufüllen, damit das Guaifenesin dann eben auch ja, gleichmäßig in der Kapsel verteilt ist. Und das, denke ich, machen Apotheken unterschiedlich. Soweit ich das weiß, hat man sich bemüht, darauf zu achten, dass keine Zucker verwendet werden. Und es ist möglich, dass auch hier als Füllstoff eine Zellulose verwendet wird, aber dann ist das eine, die nicht diese verzögerte Freisetzung hat. Und ihr braucht keine Sorge haben, dass ihr da das Falsche nehmt, wenn ihr einfach darauf achtet, ob ihr ein Guaifenesin mit der Angabe MC habt, denn das steht dann überall drauf, MC Guaifenesin oder eben ihr lest Bonucell irgendwie als Zusatzstoff. Wenn das MC da nicht mit drauf steht, so ist es zumindest bei der Husan-Apotheke, dann ist das kurzzeitig wirkende Guaifenesin. Ich glaube, da steht jetzt nicht drauf Kurzzeit-Guaifenesin, sondern einfach nur Guaifenesin, also ohne MC. Das ist dann das kurzzeitig wirkende. Ja, nun möchte ich noch auf die Kombination zu sprechen kommen von kurzzeitigen Guaifenesin und dem MC-Guai. Manchmal, also abgesehen davon, dass Amang ab 1800 eben mit Kurzzeit-Guai weiter steigert, gibt es manchmal bei Menschen, die schon in der Therapie sind, so diesen Punkt, wo man irgendwann feststellt, es geht mit der Therapie nicht weiter. Und ich war auch an diesem Punkt, aber ich habe es nicht wirklich wahrhaben wollen. Ich habe immer irgendwie weitergemacht und habe das nicht erkannt und habe viel Zeit ist vergangen, ja, in der ich schon hätte was unternehmen können. Und ich komme jetzt also darauf zu sprechen, mache jetzt den Bogen zu dieser Problematik mit dem Zytochromsystem. Wer also schon länger in der Therapie ist, keine Fortschritte macht und sicher ist, er ist nicht blockiert und auch meint, mehr Guai geht irgendwie nicht oder wie auch immer oder alles probiert, bringt nichts, dann ist es eine Idee, mal an das Zytochromsystem zu denken und da kombiniert Sankt Amang, Kurzzeit und Langzeit und eben möglicherweise auch schon dann wieder zurück, dass man von dem Langzeit wieder runtergeht und das ersetzt durch das kurzzeitig wirkende, ich muss aufpassen, dass ich das Richtige sage. Und ob man nun komplett auf Kurzzeit-Guaifenesin wechselt, wenn man von dieser Zytochrom-Geschichte betroffen ist, oder ob man das kombiniert mit Langzeit-Guaifenesin, das ist unterschiedlich, das ist auch sehr individuell und das muss man so für sich rausfinden. Da sind in der Regel auch die Kartierer vielleicht behilflich, zu denen ihr geht. Und es ist immer gut, wenn man das mit Kartierungen begleitet, weil man dann auch wirklich die Veränderung sehen kann, die dieser Wechsel des Präparates bringt. Und ich habe heute nochmal eben auf der Webseite von Dr. Amang geschaut und habe es jetzt über einen Google Translator mal eben übersetzt, was er dazu schreibt. Das ist nämlich für mich ganz interessant gewesen. Ich bin länger nicht auf der Webseite gewesen. Und ich lese das jetzt mal eben ab. Auf der Webseite schreibt Dr. Amang oder Dr. Sankt Amang: Wir stellen fest, dass es nicht länger notwendig ist, die hohen Dosen von Guaifenesin zu verwenden, die wir in der Vergangenheit oft verwendet haben. Zu unserer Überraschung hat sich kurzwirkendes Guaifenesin in Kombination mit langwirkendem Guaifenesin als sehr wirksames Abgabesystem erwiesen. Wir glauben, dass dies auf die Wirkung des Zytochromsystems zurückzuführen ist, das den Körper durch Zerstörung von Fremdsubstanzen schützen soll. Also auch in Amerika hat man festgestellt mit dem Zytochromsystem, das ist gar nicht so selten, das kommt häufiger vor und wir brauchen jetzt nicht mehr in diese hohen Dosierungen gehen. Da ist also auch ein Wechsel entstanden. Ja, und jetzt ist das dritte Präparat, was ich noch vorstellen möchte, ist das Mucinex. Wer jetzt von dem Mucinex noch nie etwas gehört hat, der vergisst das am besten auch gleich wieder, weil es ist etwas, was ich absolut nicht empfehlen möchte. Es ist wirklich mein Rat, da positioniere ich mich mal ganz deutlich. Es ist wirklich mein Rat, das Mucinex nicht zu nehmen. Kurz noch ein bisschen so zum Hintergrund. Das ist ein amerikanisches Produkt.
Das kriegt man hier in Deutschland über ein Rezept vom Arzt und muss das über die internationale Apotheke gehen und dann kann man das ja, importieren. Natürlich mit Zöllen und mit allem, was dazugehört. Und als es das MCGUI noch nicht gab, da haben das einige von uns gemacht oder man hatte mal jemanden, der nach Amerika gefahren ist und das mitgebracht hat und so weiter. Das war also für uns die einzige Möglichkeit damals. Als ich mit der Therapie begonnen habe, 2012, war das so, die einzige Möglichkeit, an ein Langzeit-Guaifenesin zu kommen. Und das war immer für die interessant, die mit dem Kurzzeit solche Probleme hatten. Ja, ich weiß, dass es in Deutschland auch Leute gibt, die das Mucinex nach wie vor empfehlen. Ich mache das nicht. Wie gesagt, ich positioniere mich da im Gegenteil. Und ich möchte euch erklären, warum ich dieser Meinung bin. Zum einen, also ich habe da mehrere, drei Punkte im Prinzip, die das rechtfertigen für mich, das nicht zu empfehlen. Der erste Grund ist, das Mucinex ist eine Tablette. Das ist natürlich für manche vielleicht schöner, aber diese Tablette setzt sich zusammen aus einer Schicht Langzeit und da ist eine kleine Schicht Kurzzeit drauf. Das heißt, man hat. Diese Mucinex gibt es und ich glaube, die heißt auch richtig ausgesprochen Mucinex, aber ich habe es mir angewöhnt und es ist mir jetzt zu anstrengend, das zu ändern. Also ich sage Mucinex. Diese Mucinex gibt es in 600 Milligramm Stärke und 100 Milligramm davon sind kurzzeitig wirkendes Guail. Es ist so oben die blaue Schicht oben drauf und 500 Milligramm sind langzeitig wirkendes Guail. Und dann ist es so, dass Sang Damang sagt, dass für einen Erfolg der Therapie nach seiner Erfahrung funktioniert nie unter 600 Milligramm Tagesdosis. Also es gibt Menschen, die brauchen so wenig, es gibt viele, die mehr brauchen, aber unter 600 Milligramm funktioniert das nicht. Und da haben wir dann schon das Problem, wenn wir jetzt diese Kapsel haben, dann haben wir zwar 600 Milligramm, aber 100 davon sind Kurzzeit. Und er bezieht das, diese Angabe, man braucht mindestens 600 Milligramm, bezieht er auf Langzeit-Guaifenesin. Und seiner Erfahrung nach hat man dann immer 100 Milligramm zu wenig an Langzeit-Guaifenesin, wenn man die Mucinex nimmt. Abgesehen davon muss man die dann ja, wenn man morgens 300 nehmen möchte und abends 300 nehmen möchte, muss man diese Tablette teilen. Das geht auch, da ist so ein kleiner Schlitz, dass man die teilen kann. Dann ist wieder die Frage, wenn man sie teilt, wie ist das mit der verzögerten Freisetzung? Gut, okay. Das ist der erste Grund, warum ich sagen würde, nehmt nicht das Mucinex. Der zweite Grund ist, und der ist für mich noch viel entscheidender, diese blaue Schicht, die da oben drauf ist, wo das Kurzzeit-Guaifenesin untergebracht ist sozusagen, die enthält Aluminium. Das ist der Farbstoff, darum ist das blau, das Aluminium. Und ich weiß nicht, warum das nötig ist, aber es ist eben so, dass dieses Mucinex Aluminium enthält. Und es ist so, dass wir in unserem Alltag heutzutage im Vergleich zu früher viel, viel mehr von Aluminium aufnehmen, durch industriell hergestellte Nahrungsmittel auch, durch Kosmetika und eben auch durch Medikamente. Und so bekommen wir immer mehr Aluminium in unserem Körper, also im Vergleich zu früher. Es ist eine steigende Menge und es reichert sich im Körper an. Und es ist schwer, das wieder loszuwerden. Es wird nicht wieder ausgeschieden. Da muss man wirklich aktiv werden, um eingelagertes Aluminium aus dem Körper zu bekommen. Es ist also eine Metallbelastung, die man dann irgendwann hat. Und ich habe mal geschaut auf der Seite vom Bundesamt für Risikobewertung, also BfR. Da habe ich mal geschaut nach Aluminium und die listen einige Erkrankungen auf, die Aluminium assoziiert sind. Es gibt also wirklich tatsächlich Krankheiten, die in Zusammenhang mit Aluminium stehen. Das BfR, das ist noch ein bisschen zurückhaltend bei der Geschichte mit dem Brustkrebs. Da ist die Lage für sie noch nicht eindeutig genug. Trotzdem, es gibt eben vielerlei Erkrankungen, die damit in Zusammenhang stehen. Und gestolpert bin ich dann auch noch. Das hat mich dann auch noch mal wieder ja, so ein bisschen aufmerksam gemacht, sagen wir mal. Da war auch sogar die Rede von einer bestimmten Nierenerkrankung mit einer Vitamin-D-Resistenz verursacht durch diese Aluminiumgeschichte. Also ich bin zwar nicht nierenkrank, aber ich habe diese Vitamin-D-Resistenz. Und ja, ist einfach nur eine Sache, die ich so wahrnehme, die ich in dem Zusammenhang dann auch wieder so ein kleines Aha-Erlebnis habe.
Ja, dann kommt dazu, also die Sache mit diesem Farbstoff, da hänge ich jetzt immer noch dran beim Erklären. Mucinex ist ja ein Produkt, das ist ja entwickelt worden, das bietet der Hersteller ja an als Schleimlöser bei Erkältungskrankheiten. Und das ist also für einen akuten Erkrankungsfall gedacht, wenn man mal was auf den Bronchien hat. Der Hersteller hat das nicht hergestellt für eine lebenslange Anwendung, zweimal täglich und womöglich in hohen Dosen. Dafür ist es gar nicht gedacht und darauf ist es auch nicht, darauf ist man nicht fixiert gewesen. Und das ist etwas, was ja nicht berücksichtigt wird, was der Hersteller ja gar nicht, ja, dafür, für diese Anwendung, für diese Guaifenesin-Therapie ist es ja nicht gedacht. Und darum ist eben die Frage, wie risikovoll ist das, diese aluminiumbeschichteten Tabletten täglich in hoher Dosis zu nehmen? Es spricht sicherlich nichts dagegen, das Mucinex bei Atemwegserkrankungen für einen normalen Zeitraum zu nehmen, 1 oder 2 Wochen. Ich glaube, das wird sogar auch in den im Beipackzettel angegeben, meine ich. Ich meine mich zu erinnern, ich habe das nämlich auch mal genommen, damals, als wir noch kein Langzeitgua hatten. Ja, dann gibt es noch eine Stellungnahme auch von St. Amand. Der eben er auch darauf aufmerksam macht, er beruft sich auf eine Veröffentlichung aus 1991, die eben zeigt, dass diese Farbstoffe, nicht nur der blaue, überhaupt verschiedene farbige, also Farbstoffe, Stoffe, zugesetzte Stoffe, Farbstoffe eben in die Mitochondrien gelangen und dort die Energieproduktion blockieren können. Und deshalb ist auch sein Rat, das ist sein Rat, wenn man, dass man versucht, auf farbstofffreie Produkte auszuweichen. Ja, das sind die Gründe, warum ich eben, beziehungsweise der dritte Grund ist eigentlich jetzt auch dies gewesen, ich habe das so ein bisschen irgendwie ineinander verfließen lassen, das sind die Gründe, warum ich das Mucinex nicht empfehle. Und wenn jetzt jemand euch empfiehlt, das Mucinex zu nehmen, dann ist er meiner Meinung nach nicht, ist dieser Mensch meiner Meinung nach nicht auf dem aktuellen Stand. Denn wie gesagt, St. Amand weist auf diese Problematik mit den Farbstoffen hin. Und St. Amand selbst verordnet das auch nicht. Meines Wissens, soweit ich weiß, verordnet St. Amand das NF-Guaifenesin oder Guaifenesin-NF, NF steht für New Formula, von der Fibropharmacy.com heißt, glaube ich, die Apotheke, die das verkauft. Und dieses Guaifenesin, das NF von dieser Pharmacy aus Kalifornien, das war Grundlage für das MC-Guai. Es war nur so, dass wir die Zellulose, die dort verwendet wird, die kriegen wir hier in Deutschland nicht. Aber wir haben mit der Bonocell eben einen sehr guten Ersatz gefunden, der annähernd zum gleichen Ergebnis führt. Also wir verwenden im Prinzip mit dem MC-Guai das gleiche Guaifenesin, das St. Amand auch nimmt. Und was ich noch sagen wollte, das ist mir noch so in Erinnerung gekommen, ich höre das immer mal, dass jemand versucht, das MC-Guaifenesin dreimal täglich zu nehmen, weil es irgendwie wohl in Anführungsstrichen nur 8 bis 10 Stunden wirkt. Das ist irgendwo mal veröffentlicht worden. Irgendwie nennt das immer mal jemand diese Zahl. Und deshalb gehen manche auf 3 Einnahmen. Und ich denke, ich bin auch jemand, der viel experimentiert. Und warum soll man das nicht ausprobieren? Ich habe aber bisher immer die Rückmeldung bekommen, dass das nicht funktioniert. Dass es da immer zu irgendwelchen, dass man das nicht verträgt, dass es zu heftig ist, dass es nicht funktioniert. Also das ist das, was ich zu hören bekomme. Deshalb auch mal die Frage hier an dieser Stelle: Gibt es bei euch jemanden oder gibt es jetzt hier jemanden, der mir zuschaut und dreimal täglich MC-Guaifenesin und da schon langfristig mit zurechtkommt? Das würde mich einfach mal interessieren, wie da der Stand ist. Ansonsten reicht es wirklich für diese Therapie aus. Wie gesagt, die verzögerte Freisetzung ist nicht anders als die von diesem Guaifenesin NF aus der Fibropharmacy Apotheke in Kalifornien. Und die setzen gleich frei und es reicht die zweimalige Einnahme.
Zumindest wenn man in die Therapie einsteigt, ob man dann später noch mit dem kurzzeitig wirkenden Guai ergänzt und vielleicht über das kurzzeitig wirkende Guai noch eine dritte Einnahme oder eine vierte Einnahme nimmt, das ist nochmal eine ganz andere Sache. Und wer da überhaupt keinen Durchblick hat, der lässt sich am besten dann einfach mal begleiten von jemandem, der in der Therapie schon fester ist und für den das eine Thematik ist, für jemanden, der sich damit ein bisschen besser auskennt. Ja, wie gesagt, das interessiert mich. Gibt es jemanden hier, der das Guaifenesin, das MC-Guaifenesin dreimal täglich nimmt und damit erfolgreich ist? Ich wäre wirklich froh über eine Rückmeldung in den Kommentaren. Und jetzt grüße ich euch. Und wenn euch dieses Video eine Hilfe war, freue ich mich über Likes, über Gefällt mir, was auch immer, wenn ihr einfach Daumen hoch klickt. Danke und macht's gut. Bis zum nächsten Mal.